Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Fortune Island. Wow. Ist mal ein Unfall gebaut. Ja, heute machen wir nochmal den Leviathan. Allerdings eine sehr kurze Variante. Die ich gleich erstmal erstellen werde. Ja, nochmal fahren möchte ich jetzt nicht unbedingt. Für nicht mit dem Urus. Ich denke, wenn wir eine kleine Strecke erstellen und dann Erster werden, sollte das ganz gut funktionieren. Muss ja nur eine ganz kleine Strecke sein. Und dann ein Rennen gewinnen. Dann haben wir auch schon den letzten Erfolg hier in Fortune Island. Aber dann ist noch nicht alles geschafft. Zwei Sachen haben wir dann noch nicht komplett. So. Wieder einmal rum. So. Kann auch echt großzügig sein, der Checkpoint. Geschafft. Genau, Testfahrt würde ich auch gern machen. Auf neuer Rennfahrer. Normal spiele ich auf einen Schlag, aber für den Erfolg mache ich es mir jetzt einfach. Zumindest eher auf einen Schlagbar kommen möglich wäre, innerhalb einer Runde das Rennen zu gewinnen. Also, dass ihr mal schafft, das will ich sehen. Muss ich immer also ranhalten, das Ganze gewinnen. Alter! Was? Kontrollwaffe verpasst? Hä? Egal. Mann, Test 2. Die erste Teststrecke war ja beim Kraken. Genau, und ein kurzes Rennen möchte ich fahren. Dann ist unser letzter Erfolg mit satten 50 Gamerscore auch sicher. Vielleicht wird das irgendwann gepatcht, dass das denn nicht geht, weil so kann man ja schon ziemlich einfach betrügen. Auch dann die Strecke unter 6 Minuten fahren. Ist dann so ziemlich easy. Jetzt bei dem Leviathan. Also unter 8 Minuten. Beim Kraken dann unter 6 Minuten. Das ist dann natürlich ziemlich easy. Aber. Und? Solange es geht. Und das ist eine ganz normale Spielmöglichkeit. Also unter Glitchen, Cheaten, naja. Würde ich sogar eher nicht darunter zählen. Ich meine, das Feature ist ja eine ganz normale Funktion des Spiels, die Wood Creator. Zu dem man halt so dafür ausnutzen kann, wenn man das jetzt nicht schafft, zum Beispiel. Ja. Irgendwie ist es schon schummeln, aber ich würde es aber trotzdem nicht als Glitch oder Cheat zählen. Jetzt habe ich nach vorne für den Motor. Das geht aber gar nicht, Leute, ne? Das gehört sich aber so nicht. Nee, Moment. Wir treffen jetzt eh gleich wieder, also. So, entspannt.
Yes, gewonnen. Ein hartes Rennen. Ja, ich wusste, dass du es schaffst. Monsterbezwinger, Inseleroberer. Ach, ist mir egal, wie der Titel heißt. Hauptsache, du bist es. Genau, sogar doppelter Titelträger. Für beide Rennen. Ich habe beide gewonnen. Vielleicht nicht ehrlich, aber ich habe es ja gewonnen. So, dann die Schwierigkeit schnell wieder höher stellen. Für irgendwelche anderen Rennen. Sei es hier noch in Fortune Island oder wieder auf dem Festland. Denn an Rennen war es das tatsächlich hier. Es fehlen jetzt noch zwei Sachen. Ich würde auch mal ganz kurz den Wheelspin machen und dann noch zeigen, was mir noch fehlt. Ich weiß es zwar, aber ich will es auch mal zeigen. Oder auch zu zeigen, was wir alles schon geschafft haben. Das wäre vielleicht auch mal ganz nett zu wissen. Deswegen gehen wir auf die Statistiken. Und ganz rüber nach Fortune Island. Also, wir haben 10 von 10 Schatztruhen gefunden. Wir sind in der 10. von 10. Runde gelandet. Dann haben alle 32 Fanrennen abgeschlossen. Alle Blitzer abgeschlossen. Alle Blitzerzonen abgeschlossen. Alle Gefahrenschilder abgeschlossen. Alle Driftzonen abgeschlossen. Alle Wegbereitertore abgeschlossen. Dann alle Straßen entdeckt. Alle Aussichtspunkte entdeckt. Der Driftclub abgeschlossen. Aber was noch fehlt, ist einmal ein Wahrzeichen. Ja gut, das weiß ich jetzt aber gerade nicht, wo das ist. Das ist mir noch ziemlich egal. Aber was noch hier nicht aufgezählt ist, was ich jetzt hier gerade finde, das sind die Bonusschilder. Die fehlen nämlich noch. Und sie sind hier nicht aufgelistet. Sind die hier drunter? Ja, eigentlich ja nicht, ne? Spielhäuser, Blitzer. Nee. Die sind ja auch irgendwie nirgends aufgelistet, aber es gibt ja insgesamt 25 Bonusschilder oder Bonustafeln auf der Karte. Die müssen auch noch gesucht werden. Jetzt gehe ich mal kurz. Oder neige meinen Kopf Richtung PC. Ich hoffe, ihr hört mich noch ganz gut. Denn ich habe mir auf meinem Bildschirm schon eine Karte rausgesucht von totallygamergirl.com. Den Link von der Karte packe ich euch vielleicht in die Beschreibung, wenn ich dran denke. Das ist halt hier eine Karte, wo mit allen Bonustafeln. Deswegen mache ich hier alles weg. Bitte nur die Bonustafel aktivieren. Dann suchen wir die restlichen Schilder. Das sind noch gar nicht mehr so viele. Da werde ich mich jetzt auch vielleicht importen, je nachdem, wie schnell es geht. Oh. Fehlt diese Tafel da bitte? Das würde ich gerne mal wissen. Nicht runtergefallen. Glück gehabt. Okay, 10 Tafeln fehlen noch. Ich habe ja auch schon einige gesammelt. Also ich muss ja gar nicht alle suchen. Aber hier ist noch eine. Ja, teleportieren kostet Geld. Ich weiß. Aber ganz ehrlich. Das juckt mich relativ wenig. Das geht aber jetzt doch ganz, ganz zügig eigentlich. So. Die beiden haben wir. Hier ist noch was. Den von wollte ich nicht, bei den letzten Schildern vielleicht, aber bei denen. Ich werde jetzt nicht zu jedem Schild immer hinterher fahren. Das. Nö. Nö, nö. Oh. Oh. Die 5000 Punkte gibt es dafür. Ach du Scheiße. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Also Sprungschanze, naja. Nicht wirklich, ne? Was soll man hier? Von hier springen, oder? Denkt das was? Ja.
Ich glaube nicht, oder? Und da so wirklich springt. Oh, doch. Oh, doch. Halt nur mehr anlaufen. Oder anders springen. Okay, aber es scheint ein Weg zu sein, da hochzukommen. Nur noch ein bisschen schneller halt noch. So. Ja, weiter links. Sollen wir vielleicht auf die Ecke des Daches kommen? Ja, weiter rechts meine ich. Ich werde links, Fabian. Ja, wie man sieht, wir kommen aufs Dach rauf. Also daran scheitert es nicht. Nur halt an die richtige Stelle. Bäm. So, Marc hat mir eine Nachricht geschrieben. Ich werde die auch einfach mal ganz kurz lesen. Also Marc, ne, du bist jetzt hier, bist voll Fame. Ah. Ah, okay. Was? Okay, bei WhatsApp habe ich keine Nachricht. Er hat mir einfach nur ein A geschrieben. Was soll das jetzt? Ich glaube, er meint wahrscheinlich GTA. Weil wir haben so Art quasi jedes Jahr in GTA so eine Weihnachtsfeier. Und da bin ich halt nie dabei. War ich bisher noch nie. GTA ist halt für mich so gestorben, sag ich mal. Ich spiele es halt seit. Also die Hochzeiten von GTA. Ich hatte mal Hochzeiten, das war ja so 2015. Vielleicht noch ein bisschen 2016, aber dann ja. Dann war es das. Danach war das Spiel für mich sehr uninteressant. Und ich guck mal ganz kurz mal auf die Aufnahme zwischendurch. Ob die noch so weit läuft. Ja, beide Aufnahmen laufen. So. Im Haus vielleicht hier. Ah ja, da ist er doch. Zack. 7 Stück fehlen noch. Ich denke, zu den nächsten Tafeln werde ich jetzt auch hinfahren. Genau die Tafel habe ich hier. Dann war es das auch erstmal mit Fortune Island. Das war vielleicht nicht die letzte Folge auf ewig, aber für eine längere Zeit. Dann geht es nach dieser Folge mit dem Let's Play wieder normal weiter. Und auch wahrscheinlich noch anderen Formaten. Aber mehr dazu gibt's später. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Weg da. Bin ich auch schon wieder. So, laut meiner schlauen Karte ist das Schild hier im Norden. Das ist es. Zack. Schilder fehlen noch. Das scheint hier also eher einfach zu sein. 6 Schilder fehlen noch? Also, da habe ich ein Schild. Okay, da fehlen noch 2. Eins ist doch hier? Nee. Eher so hier. Lass mal kurz auf der Karte zählen, wie viele Schilder das sind. 1, 2,
3. Es müssen ja 25 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Ach so, oh, da unten sind ja auch noch welche. Ach du Heilige. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja, Fabian, du sollst auch mal genauer gucken. Denn du hast hier unten noch zwei Schilder vergessen. Also fahre ich erstmal wieder hier lang. Bei nächster Gelegenheit. Ich schon gewundert, hä, da oben sind doch gar nicht sechs Schilder. Ja. Also hier auch unten noch welche verstecken. Am Rand der Karte. Teilweise nicht mehr auf der Hauptinsel. Das letzte Wahrzeichen, ja, das lasse ich einfach aus. Aber sonst müssten wir eigentlich Fortune Island. Hab eigentlich so gut wie alles gemacht. Alle Erfolge haben wir sowieso jetzt schon. Also, auch wenn man andere Bonustafeln sammelt, gibt es hier keinen Erfolg. Das war bisher, glaube ich, immer anders bei den Erweiterungen. Da gab es immer auch noch einen Erfolg für. Im Hauptspiel fehlen mir auch noch alle ein paar Schilder. Werde ich auch noch ein Let's Play machen. Was ich auch noch sagen kann zum Let's Play, wir werden da auch jetzt in den nächsten Folgen auch ein bisschen in Richtung Erfolgejagd gehen. Du hast dein Ziel erreicht. Ich meine, die nächste Erweiterung kommt jetzt auch schon im ersten Halbjahr. Oh, im ersten Halbjahr 2019 raus. Oder ist sie angepeilt zumindest. Die zweite Erweiterung meine ich. Und bis dahin würde ich auch gerne alle Erfolge im Spiel haben. Da, doch ganz schön krass hier. Wir müssen jetzt ziemlich weit an den Rand hier. Richtung Süden. Ja. Ne, das ist halt das Türkische. Ich sehe halt hier nicht. Ich dachte, da geht es halt weiter, aber nö. Offensichtlich nicht. Wir müssen ja an die Südostspitze, wenn man das so sagen kann. Da richtig gesehen. Okay, jetzt, oder? Komm. Ja. Ha! So, ich feststecken will. Ist das Schild hier oben drauf? Oder... Laut der Karte müsste es hier unten an der Südspitze sein. Oder Südostspitze oder whatever. Jetzt ist natürlich die Frage, wo genau? Ah. Ja, Fabian. Augen auf und Hinterkopf auf. Vorsichtig. Wow, wow, wow. Au. Ah. 5 Stück fehlen noch. Und ich check noch mal kurz die Aufnahme. Ja, OBS läuft und gerade auch ganz wunderbar. So. Das haben wir gefunden. Jetzt, oh. Auf dieser Insel hier unten, da wo mein Cursor gerade ist, da ist auch ein Schild versteckt. Wie auch immer auf die Idee kam, das dorthin zu pflanzen. Aber offensichtlich kann man da so hinfahren. Achso, ja. Augen zu, Nase zu und durch. Bei nächster Gelegenheit wenden. Okay. Letzter Bereich entdeckt. Die Insel da hinten sein. Also Wahrzeichen haben wir jetzt auch noch alle geschafft, alle Bereiche. Da. Aber klar, der Sinn darin liegt darin, die Schilder alle zu suchen. Oh. Okay, der Location hier eigentlich. Mal ganz ehrlich, bis ich die alle finde, das könnte ich erstens nicht im Let's Play machen, das würde einfach zu lange dauern. Müsste ich vielleicht irgendwie mal einen Stream machen. Ich würde auch gerne echt viel mehr Livestream. Vielleicht weniger Videos und halt oft streamen.
Aber ja, Internetleitung, die sagt dazu eher nö. Stream Fabian? Ach, brauchst du ja gar nicht. Lass mal die Karte kurz vergleichen. Okay, im Südteil der Map sind hier nicht so viele Schilder. Dort habe ich jetzt auch soweit alle. Hier ist nur auf der Insel halt ein Schatz versteckt, den habe ich ja gefunden. Geh nur nach oben. Soweit ich weiß, fehlen mir jetzt noch zwei Schilder. Ist das richtig? Was stand da denn gerade? Achso, steht hier nicht. Ich meine, mir fehlen jetzt noch zwei Schilder. Die beide hier oben sind. Oh, sieht das süß aus. Oh, 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 oh. Alles safe. Bei nächster Gelegenheit wenden. Es wird wieder Nacht, was ich gar nicht mal gut finde. Die Schilder leuchten ja leider nicht. Wie so eine Leuchtreklame. Ist ja ganz, ganz praktisch. So ein Schild, so ein roter Pfeil. Hier, Schild. Leute machen so Schilder aus Uran. Die Kurve, ja, die geht aber wirklich eigentlich in Ordnung. Ein SUV. Wirklich. Das ist auch in Ordnung. Auch wenn es ein Lamborghini ist und Turbomotor. Lamborghini SUV, was soll das denn? Ben, sei doch froh. Lambo hat ja auch mal Traktoren gebaut. Dann bauen sie jetzt Supersportwagen. Wesentlich bauen sie einen SUV, der auch irgendwie cool ist. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie hoch. Ah ja. Du hast dein Ziel erreicht. Bitte 24? Oh, jetzt steht aber 22. Oh, das gefällt mir gar nicht. Mir fehlt ja doch mehr als gedacht. Okay, wir müssen fast nur gerade nach Norden. Minimal nach rechts vielleicht. Hab ich das schon gesehen? Nö. Was ist hier? Ah.
Servus. Okay, zwei Schilder fehlen jetzt noch. Ah ja, Wheelspins. Alles schön und gut. Folge 25 Minuten ungefähr. Ja. Drei Schilder fehlen noch. Ich muss mal die Karte angucken. Auf dem PC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25. Da sind 25 Schilder. Ich muss dann am besten mal einfach meine Karte über seine so drüber legen. Achso. Das haben wir noch gar nicht eingesammelt. Fällt mir gerade mal auf. Und dann fehlt noch eins. Und okay, habe ich gefunden. Alles gut. Ah, Aurora, geht doch. Ja. In 200 Metern links abbiegen. Alles in Ordnung. Bei nächster Gelegenheit wenden. Fabian, du bist ein Genie. Und? Ah, 400 Meter perfekt gelandet. Oh nö. Du hast dein Ziel erreicht. Das heißt, ich muss anscheinend wieder bringen. Von der Richtung oder von der anderen? Okay, ja, von oben muss ich springen. Vielleicht sogar reichen. Jetzt nur noch treffen. Okay, mehr Gas. Aber da war schon gut. War nah dran. Ist das aber ein wenig zu weit? Ja, schaffen wir aber so. Ah. Da hat nicht viel gefehlt. Da hat viel gefehlt. Doch viel weiter nach links. Ich spiele noch mal zurück. Ein bisschen weiter. Ja. Es geht in die richtige Richtung. Oh, oh, oh. Ey. Das ist ein Witz. Ja, ja, ja.
Das schaffe ich heute noch. Oh. Moment, Moment, Moment. Stopp. Falle ich jetzt eigentlich hier runter oder bleibe ich drauf stehen? Okay, ja, ich falle runter. Das wäre zu schön gewesen. Kann ich nicht so weit zurückspulen? Nein, stopp, stopp, stopp. Yes! So muss das gehen. Jetzt werde ich mich doch mal teleportieren. Damit das Ganze ja auch ein Ende haben wird. Aber 22 Folgen, nicht schlecht. Umfang finde ich schon in Ordnung. Kann man auch alles natürlich ganz schnell durchhacken. In vielleicht 10 Stunden. Nur das reißt mich ja nicht. Davon habe ich ja nicht viel. Ist ja eine Geldverschwendung. Da habe ich es gesehen. Ja, da habe ich es auch gesehen. Und zack. Endlos-Tafeln, alle 25 zerstört. Bin ich im Level aufgestiegen. Wunder. Ach, schöne Aussicht hier. So. Dann nochmal 2 Wheelsprints machen. Und vielleicht noch ein kleines Fazit dazu. Ich muss sagen, mir hat Fortune Island richtig viel Spaß gemacht. Hast du dieses mit diesem Entdecken, Erkunden, das finde ich wirklich sehr interessant. Und halt so sieht die Insel auch ein bisschen aus. Die Schatzsuche fand ich geil, das war mal eine coole Idee. Auch wenn die Rätsel jetzt nicht allzu schwer waren, sie könnten vielleicht ein bisschen schwerer sein. Alter, massig Geld wieder, geil. Sie könnten ein wenig schwerer sein. Aber das ist halt schwer, die richtige Balance zu finden. Aber es ist halt nicht zu schwer, nicht zu leicht. Einige wollen es schwerer haben, einige leichter. Ja, was macht man jetzt? Das ist natürlich alles nicht so einfach. Die Stürme mit dem Gewitter finde ich geil. Aurora, ich meine, der Himmel, ich habe es ja schon gefühlt 20.000 Mal gesagt, es sieht wirklich extrem gut aus. Die Insel ist natürlich nicht riesig, bietet aber trotzdem doch viel zu entdecken. Viele coole Strecken. Auch die beiden Finale-Events natürlich auch sind schon echt in Ordnung. Sind schon auch etwas schwerere Strecken. Und auch ein bisschen üben muss, um die zu können. Glaube ich zumindest. Aber ich finde, es ist cool hier. Was ich mir vielleicht nochmal wünschen würde, wäre was mit... Oder wenn hier noch ein Vulkan gewesen wäre, der vielleicht irgendwie mal ausbricht. Nur wie man das dann umsetzt oder so. Oder wie viel Sinn das denn macht. Ich meine, irgendwie wäre es natürlich cool als Wettereffekt. Wenn alles voller Rauch ist und sowas. Und vielleicht irgendwo Lava langfließt und Straßen blockiert werden. Naja, ich weiß ja nicht. Aber Gewitter, ich finde es auch cool. Bin auch mal gespannt, wie es dann hier im Winter aussehen wird. Und vielleicht im Winter hier mit Polarlichter, wenn das geht. Oh! Das kann ich ja übernächste Woche gucken, wenn dann wieder Winter ist. Aktuell ist ja noch... Was ist jetzt eigentlich, Sommer oder Herbst? Ja, ist noch Sommer. Jetzt muss ich dann übernächste Woche mal gucken, wie es dann hier im Winter aussieht. Vielleicht so mit Polarlichtern, schön rumkusen. Das könnte cool werden. Fahrzeug dann wäre auch cool, habe ich gestern einmal gemacht mit Kai. Ist auch in Ordnung, waren noch genug Leute da, also haben wir auch gut geschafft. Schöne Insel, tolle Autos, tolles DLC. Und ich muss auch sagen, ich finde noch die Preispolitik von Playground Games in Ordnung. Ich meine, klar, 100 Euro für Ultimate Edition ist viel Geld, ich weiß. Kostenpflichtige DLCs kostet alles Geld, das weiß ich alles. Aber was man dafür bekommt. Und auch was die Leute, die keine DLCs haben, auch trotzdem bekommen.
Gibt auch viel kostenlosen Content für alle. Ne, im Forza dann Shop neue Autos, gibt es immer wieder mal auch coole Autos. Wenn neue Klamotten, gut, ob man das mag oder nicht, ne, muss man für sich selber entscheiden. Mit den neuen saisonalen Events, die Prüfungen, die es immer gibt. Die Sachen, die man dabei gewinnen kann. Mal sind es Autos, mal ist es Geld oder Wheelspins. Also, die, an sich die Updates, die dann für alle kamen. Die ganzen coolen Verbesserungen. Coole neue Optionen, wie der Route Creator zum Beispiel. Geht jetzt auch auf Fortune Island ganz normal. Also sie bemühen sich wirklich, das Spiel darauf mit Content zu versorgen. Und das finde ich halt wirklich, das gefällt mir sehr gut. Das ist deutlich besser als mit anderen Forza-Teilen. Es kommt immer wirklich immer wieder Content nach. Natürlich ist die Frage, wie lange das so bleibt. Das kann jetzt natürlich nicht jahrelang so gehen. Aber jetzt die ersten quasi 3 Monate des Spiels halt kommt immer zu Content. Der einen immer wieder ins Spiel lockt. Auch wenn man es gar nicht möchte, man denkt sich so, ach, man kann das mal wieder ausprobieren. Jetzt letztens kam die Corvette ins Spiel, die Z1, werde ich auch jetzt noch demnächst fahren. Auch im Let's Play. Deswegen, Content-Nachschub ist hier immer da und noch Fortune Island, super Erweiterung. Ich finde, für die 30 Euro, die man jetzt in der Ultimate Edition mehr bezahlt, als die normale Edition, Standard Edition. 2 Erweiterungen, den ganzen den Car-Pass, den man dazu bekommt, VIP. Also ich finde, das lohnt sich schon. Da kann man eigentlich bedenkenlos zuschlagen. Ich habe auch die Erweiterungen in Forza bisher noch nie enttäuscht. Ich fand sie alle cool. Auch Hot Wheels fand ich cool. Ist halt immer was anderes. Jetzt Fortune Island ist halt wirklich extrem geil. Da war, dass das alles in der 100-Euro-Edition mit drin ist, finde ich, ist der Umfang echt genial. Zwar das Hauptspiel für die 70 Euro auch schon einen gigantischen Umfang bietet. Weil wenn ihr euch mal andere Rennspiele anguckt, was die so bieten für ihre 70 Euro, und vergleicht, was ein Horizon 4 an sich bietet. Ganz normal ein Inhalt für alle, ohne die Updates, was das Spiel in der Basis zum Release geboten hat, für alle. Allein das ist schon viel höher, was die meisten Rennspiele bieten. Dass das Spiel halt noch weiter mit Content versorgt wird, auch kostenlos, ist nicht selbstverständlich. Erwarten viele, aber es muss auch gar nicht sein, weil ich meine, die Leute, die bei Playground arbeiten, die stecken ja in das Spiel weiterhin sehr viel Arbeit rein. Das muss ja weiter am Laufen gehalten werden, daran müssen immer noch viele Leute arbeiten. Ja, und für was arbeiten die? Für Geld. Und wer kommt das Geld? Ja. Ich meine, stell dir vor, ihr würdet bei Playground das Arbeiten an das Spiel weiterentwickeln und euren Inhalt ins Spiel bringen, dafür wollt ihr auch Geld haben, denke ich mal. Oder macht ihr das monatelang für lau? Ich denke nicht. Und wer muss das Geld ja auch kommen? Die machen sicherlich mit dem Spiel genug Einnahmen, aber trotzdem. Ich finde es an sich nicht schlimm, wenn Entwickler für weitere Inhalte auch noch in einem angemessenen Rahmen Geld verlangen. Oder beispielsweise CD Projekt Red, Blood and Wine für 20 Euro. Da hat sich, glaube ich, kaum jemand aufgeregt. Und ich finde auch hier für die 30 Euro mehr in Ultimate Edition ist halt der Umfang schon ordentlich. Was man dafür das Geld bekommt, ist einfach nur genial. Und mit diesen Worten beende ich auch die heutige 22. und vorerst auch letzte Folge von Fortune Island. Vielleicht geht es irgendwann mal in anderen Folgen weiter hier oder in anderen Formaten auf Fortune Island. Aber das normale Fortune Island Display ist jetzt vorerst pausiert. Ich habe ja alles fertig. Und mit diesem wunderschönen Sturm verabschiede ich mich euch. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht morgen 18 Uhr. Also bis dann und tschüss.